Also, das müssen wir nochmal aufdröseln. Und zwar ganz ruhig, ganz sachlich und mit dem Blick auf Zahlen und Fakten. Herzlich willkommen, Stefan Meyer von der CSU, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Guten Tag, Herr Bauer, grüß Gott. Herr Meyer, nur noch mal fürs Protokoll. Insgesamt erhalten etwa 3 Millionen Kinder aus EU-Staaten Kindergeld. So sieht das ja auch das EU-Recht vor. Von diesen 3 Millionen sind knapp 270.000 Menschen, die in Deutschland leben, Kinder, die in Deutschland leben. Also sprechen wir von weniger als einem Zehntel. Und diese Zahl, 270.000 knapp, die ist jetzt in einem Jahr um etwa 25.000 Kinder gestiegen. Wo ist denn das Problem? Ja, ich bin schon der Überzeugung, dass es dem deutschen Steuerzahler schwer vermittelbar ist, dass für knapp 270.000 Kinder, die nicht in Deutschland leben, ungefähr 600 Millionen Euro im Jahr an Kindergeld gezahlt wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses deutlich reformbedürftig ist. Hier ist dringender Handlungsbedarf gegeben, und zwar dahingehend, dass auch aus Gerechtigkeitserwägungen nur der Betrag gezahlt wird, der dem Kindergeldbetrag entspricht, in dem Land, in dem sich das Kind tatsächlich aufhält. Also, dann arbeiten wir das mal ab, Herr Meyer. Also, nochmal die Rückfrage. Was ist denn jetzt so schlimm, wenn EU-Bürger, die in Deutschland arbeiten, die hier ihre Steuern zahlen und die ja laut EU-Recht dieses Recht auch haben, wenn die am Ende eben das Kindergeld bekommen, was ihnen tatsächlich auch zusteht? Ja, die Frage ist eben, welches Kindergeld in welcher Höhe steht Ihnen zu? Naja, laut nachdem, EU-Recht steht eben die gleiche Kinder, Höhe ja, zu wie in Europa, wie eben in Deutschland auch. Das ist ja nun mal geltendes EU-Recht. Ja, nur die Kosten sind natürlich, die Lebenshaltungskosten sind natürlich in den allermeisten EU-Ländern deutlich niedriger als in Deutschland. Und vor dem Hintergrund ist es aus meiner Sicht schon sehr schwer vermittelbar, dass für rumänische, polnische, bulgarische Kinder, die nicht in Deutschland leben, aber die gleichen Sätze bezahlt werden wie für Kinder, die sich in Deutschland aufhalten, für die natürlich ganz andere Lebenshaltungskosten, Unterhaltskosten anfallen, wie für Kinder in Ländern wie Rumänien, Bulgarien oder Polen. Nun haben Sie ja im letzten Jahr, hat ja das Finanzministerium, was damals noch unter Unionsherrschaft war und jetzt ja in SPD-Hand ist, schon mal einen Gesetzentwurf vorbereitet. Da hat man genau das versucht, was Sie jetzt offenbar auch wieder versuchen wollen, nämlich, dass dann weniger Kindergeld eben gezahlt wird, ob ein Kind in, sagen wir, Polen lebt oder ob es in Frankreich lebt oder ob es in Deutschland lebt. Diesen Gesetzentwurf hat die Bundesregierung, damals ja auch CDU, CSU und SPD, wie jetzt auch, nicht weiter verfolgt, weil es zu viele Widerstände in der EU-Kommission gab. Was ist denn jetzt anders als damals? Zum einen stehen wir jetzt am Beginn der Legislaturperiode, sodass auch noch genügend Zeit bleibt, um gesetzgeberisch tätig zu werden. Das war vor einem Jahr anders angesichts der Bundestagswahl im September letzten Jahres. Und zum anderen haben sich die Zahlen natürlich noch mal deutlich verändert. Wie Sie ja richtigerweise erwähnt haben, sind die Zahlen insbesondere in den letzten beiden Jahren drastisch gestiegen. Der Kinder, die nicht in Deutschland leben, für die aber Kindergeld in deutscher Höhe bezahlt wird. Entschuldigen Sie, Herr Meyer, sagt die Bundesarbeitsagentur, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, das meine ich nicht unhöflich, aber wir haben einen leichten Versatz in der Leitung, deswegen nehmen Sie es mir nicht übel. Aber entschuldigen Sie, da sagt die Bundesarbeitsagentur, das liegt vor allem auch daran, dass in den letzten Jahren einfach viel mehr Menschen nach Deutschland gekommen sind, die hier arbeiten wollen, weil Deutschland eben auch viel mehr Arbeiter aus dem Ausland braucht. Und deswegen sei es ganz natürlich, dass dann eben auch mehr Kinder im Ausland weiterhin leben, wenn eben nur ein Elternteil hier lebt, die dann eben im Ausland Kindergeld bekommen. Ja, aber ich bitte schon, die beiden Sachverhalte voneinander zu trennen. Natürlich ist der Anteil der EU-Ausländer, die nach Deutschland gekommen sind, deutlich gestiegen. Wir haben ja auch in Deutschland einen sich zuspitzenden Fachkräftemangel, einen hohen Fachkräftebedarf. Aber die Frage ist natürlich, und das ist dann der zweite Schuh, ob wirklich auch für die Kinder, die nicht nach Deutschland mitreisen, die also ihre Eltern oder zumindest einen Elternteil nicht begleiten, trotzdem Kindergeld auf dem Niveau gezahlt werden sollte, das für Kinder gezahlt wird, die sich in Deutschland aufhalten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass insbesondere auch aus Gerechtigkeitserwägungen es sehr wohl vermittelbar ist, dass wir in Deutschland dann an die EU-Ausländer
leider nur die Beträge ausreichen, die dem entsprechen, was normalerweise an Kindergeld in den Herkunftsländern gezahlt wird. Verstehe ich, Herr Mayer. Ich habe noch zwei Fragen. Eine ist eine Rückfrage zu dem, was Sie gerade sagen. Die EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen, die hat ja ihren Gedanken schon vor vielen Monaten abgelehnt und damals mit dem Hinweis, wenn man das macht, was Sie jetzt gerne hätten, dann müssten ja deutsche Rentner, die in Spanien oder in Bulgarien ihren Lebensabend verbringen, auch weniger Geld bekommen, weil dort ja auch die Lebenshaltungskosten geringer sind. Da liegt aus meiner Sicht ein eklatanter Denkfehler vor, weil deutsche Rentner, die ihren Lebensabend in anderen EU-Ländern verbringen, natürlich in die deutsche Rentenkasse eingezahlt haben und deshalb natürlich einen Rechtsanspruch darauf haben, auch entsprechend dem deutschen Rentenrecht und dem deutschen Rentenniveau dann im Ausland lebend auch entsprechende Zahlungen zu erhalten. Aber Herr Mayer, entschuldigen Sie, EU-Ausländern, das ist doch der Sinn der Europäischen Union, oder habe ich das falsch verstanden, dass eben alle Bürger in der Europäischen Union, egal wo sie leben, gleich behandelt werden, oder habe ich da was falsch verstanden? Ja, und gerade auch unter Gleichheitserwägungen ist es doch nur recht und billig, dass die Kinder, die im Heimatland verbleiben, wenn ein Elternteil oder vielleicht beide Elternteile nach Deutschland der Arbeit wegen reisen, dann auch genauso behandelt werden wie die anderen Kinder in Polen oder in Rumänien oder in Bulgarien. Also ich bin der festen Überzeugung, dass gerade Gerechtigkeitserwägungen und der Gleichheitsgrundsatz für meinen Vorschlag spricht, das Kindergeldniveau für diese Kinder deutlich abzusenken. Letzte Frage an Sie. Wenn ich das zusammenfasse, was ich so bei Ihnen zwischen den Zeilen höre und auch bei Ihren Unionskollegen, dann kommt ja häufig dieser Vorwurf, es sei ein Missbrauch. Also Menschen kommen nach Deutschland, weil sie gerne viel eben von dem Kindergeld abgreifen wollen. Wenn das auch Ihr Satz ist, können Sie das ja gleich nochmal klarstellen. Nur eine Info noch, die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit, die sagt der dpa heute, es gäbe zwar Betrugsfälle, das sei aber kein Massenphänomen. Haben Sie da mehr Informationen als die Bundesagentur? Ich habe bislang in dem Verlauf des Interviews das Wort Missbrauch überhaupt nicht erwähnt. Das stimmt, absolut. Es gibt natürlich möglicherweise Missbrauchsfälle, aber ich spreche hier nicht von Missbrauch, sondern ich spreche von Gleichbehandlung. Es geht nicht darum, hier irgendjemandem jetzt Sozialbetrug oder den Versuch des Sozialbetrugs zu unterstellen, sondern es geht darum, Kinder gleich zu behandeln. Und vor dem Hintergrund ist dies aus meiner Sicht der wichtige Ansatz, dass wir Kinder, die beispielsweise in Rumänien, in Bulgarien oder in Polen verbleiben, genauso behandeln wie die Kinder, die originär in diesen Ländern leben und auch deutlich geringere Kindergeldzahlungen erhalten, wie sie in Deutschland gezahlt werden. Vielen Dank für das Interview, für die Offenheit. Stefan Mayer von der CSU, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Vielen Dank an den Flughafen in München. Bitte schön. Alles Gute, Herr Bauer. Danke.